Lionel Messis Hund ist einfach größer als er selbst und Kai Havertz Hund ist einfach unglaublich süß. Das hier sind Fußballer und ihre Haustiere, denn auch Profifußballer haben Haustiere wie du und ich und Haustiere sind einfach was Cooles. Mo Salah. Oh, der Pharao mit einer sehr, sehr königlichen Katze. Die sieht auch sehr, sehr entspannt aus und Mo Salah denkt sich so, oh, meine Katze, der muss sich jeden Wunsch erfüllen, Digga. Ist so, die Katze ist König, das ist klar. Marcus Llorente gleich im Double Trouble. Oh, guck dir mal die Gesichter an. Das ist cool. Llorente hat übrigens eine 86er Karte. Das habe ich nicht gewusst. Stark. Trent Alexander-Arnold. Oh, mal guckt euch das Bild an. Das Lächeln von Trent Alexander-Arnold und das Lächeln von dem Hund. Ich bin im siebten Hundehimmel. Oh, richtig süß. Richtig süß. Süke. Was ist denn das für ein geiler Hund? Guckt euch das mal an. Also, nicht Sönchi, sondern wirklich der Hund. Guckt euch das mal an, wie fluffig der ist. Wie fluffig der aussieht. Was ist denn das für eine Rasse? Schreibt mir das gerne in die Kommentare, ob ihr auch Haustiere habt und gerne auch welches. Vital macht mit seinem Hund ein Tänzchen. Der so, ja Mann. Das sieht aus wie dieser eine Hund von diesem Meme, ne? Irgendwie. Richarlison. Das ist ein Husky und das, keine Ahnung, aber er guckt hier schon. Der ist sehr kameraaffin, der guckt schon. Ja, ja, in die Kamera mal reingucken, ne? Alles richtig gemacht, der Kollege. Chiesa, oh, mit dem kleinen, mit dem ganz, ganz kleiner. Was ist das, so ein Mighty Poo? Keine Ahnung, ich kenne mich da null aus. Und Neymar schläft. So, Tiere, die schlafen, sind einfach sowas von süß. Da kannst du nichts dagegen sagen. Also, liegt er da gemütlich da? Pogba, einer unten und einen in der Hand. Ein Hündchen. Ferran Torres. Ja, ziemlich viele Hunde. Ja gut, aber logischerweise, die siehst du auch mal draußen mit dem Hund. Eine Katze siehst du ja vermutlich nicht an der Leine oder so. Aber vielleicht hat auch irgendjemand so ein Wildschwein oder so. Das würde, oder Zlatan hat einen, keine Ahnung, einen Elefanten oder so. Das ist auch ein geiler Hund. Das ist auch so fluffig. Boah, was ist denn das für ein Riese? Marcelo, Bruder. Guckt euch das mal an, das ist ein Riesengerät. Boah. Der ist einfach so ein 70 oder so groß, der Hund. Boah. Wenn der sich streckt. Ja, zu Frankie de Jong passt auch nur so ein kleines Hündchen. Dieser absolute kurze Ding, aber so wuckelig, so wie so Pullover aus diesem, also nicht aus Hund, sondern mit dieser Muster, so Kuschelpullover sind auch aus so einem, mit dem Muster. Weston McKennie mit dem Husky, dem nächsten Husky. Ist auch wieder ein großer. Ist das, was ist das? Ist das ein Golden Retriever? Ich kenne mich wirklich null aus. Bei Hunden schon gar nicht, aber er ist groß. Aber sieht niedlich aus. Berardi chillt mit dem gleich mal auf der Luftmatratze. Ja, auch gemütlich, ne? Kannst du nur hoffen, dass der nicht seine Krallen da reinpackt und dich zum Kentern bringt. Schwarz und hell. Harry Kane. Sieht cool aus. Bamford. Sogar mit eigenem Trikot. Guckt euch mal, wie verspielt der aussieht. So. Hallo. Spiel mit mir, Papa. Dann macht er das auch. Cavani liegt mit dem Hunden vor dem Kamin und genießt das Leben. Das ist auch so ein riesengroßer Hund, wenn man sich das... Aber hier, guck, wie beide in die Kamera lächeln.
Das ist mein Favorit bisher. Guckt euch den Blick an. Und das hier. Total wuschelig. Total wuschelig. Ja, der genießt die Krauleinheiten. Genießt es richtig. Der sieht lustig aus. Der hat lustige Ohren. Hat lustige Ohren, der von Griezmann. Matthijs de Ligt. Die sind ja beide, sehen gerade sehr angestrengt aus, haben gerade richtig viel Sport gemacht. Da hängt die Zunge raus. War anstrengend scheinbar. Der Matthijs de Ligt, der mit dem spazieren gehen, der fordert die bis an die Grenze. Und das ist auch cute. Der Blick, was ist denn das? Cute. Süß. Steven Gerrard, das ist doch der gleiche wie von Sergio Roberto. Die haben doch fast den gleichen Hund hier. Das ist nur so ein ganz, ganz niedlicher kleiner. So kleine finde ich richtig cool. Er nimmt ihn da einfach gleich mit zum Interview. Grealish. Cristiano Ronaldo hat zwei Hunde? Das habe ich nicht gewusst. Oder, okay, das wird der hier sein. Sie lässt sich da, auch in Cristiano Ronaldo, chillt am Pool mit seinem Hund. Ist auch klar. Der hat Priorität. Und das ist wieder so ein absoluter Schneehund, so komplett aufgebauscht. Okay. Können wir bitte kurz mal objektiv sagen, das ist kein schöner Hund, oder? Der von Martinez. Der sieht so traurig und so eingestampft aus. So. Gefällt mir nicht so. Benzema auch mit einem größeren Hund an seiner Seite, aber nichts im Vergleich zu Lionel Messi. Guckt euch das mal an, das ist so ein Gerät, der ist einfach größer als Messis Kinder. Das ist wirklich, wirklich ein riesengroßes Gerät. Also, Lecco mio. Lecco mio. Das von Declan Rice ist dann nicht so das Große. Es ist eher so dieser kleine, niedliche Hund. Das gefällt mir besser. Und Kai Havertz, da dieser süße Hund und dann ist er größer. Aber nur mal zurück. So, Havertz, dieser Hund, der ist doch richtig süß. Guck mal, wie der die Ohren so runter und einfach da sitzt. Die Baller. Was ist denn das für ein Blick da von dem Hund hier? Isco. Und der andere Hund auch so komplett lost. Rakitic da wieder zumindest mit Katze. Und auch ein Hund daneben. Die vertragen sich hoffentlich dann ganz gut. Freunde, das war's schon wieder. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr, wie gesagt, Haustiere habt und ob ihr eher Team Katze oder Team Hund seid. Ich muss sagen, ich bin Team Katze. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao.